also heute wieder in Chemnitz. Natürlich ein wunderbarer Spaziergang hier. Sehr schöner Spaziergang. Wetter ist nicht so besonders, aber aber man gewöhnt sich an alles. Ordentliche Kleidung, kein Problem. Wunderbar, schöner Spaziergang. Und das ist gleich eine super Stimmung hier in Chemnitz. Sehr schön. Und ihr seht eine riesen Schlange hier. Wahnsinn. So sieht das super aus und eine gute Stimmung. Die Leute haben natürlich auch wieder ihre Musikinstrumente mitgebracht. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Ja, also wenn jemand zählen tut, also hier die schwarzen Leute jetzt mit Maske, die müsst ihr abziehen. Nur mal so am Rande. Ne? Sehr schön. Wunderbar. Eine super Stimmung hier zum Montag. Also um die 100 Städte heute in Sachsen. Also Herr Kretschmer mit ihren 2%, also da kommen sie nicht weit. Also wie gesagt. Also, hallo. 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 Super! So. Ja, eine super Stimmung. Also so viele Leute, die hier von Richtung Schillerplatz kommen. Also Wahnsinn. Klasse. Wunderbar. Das macht Mut. Und ich denke mal, die Leute, die sind so motiviert, spazieren gehen ist gesund, wunderbar, so muss es sein. Und mit klasse, wunderbar. Und ihr seht, so viele Spaziergänger hier, klasse. Super. Wie ich gestern hatte ich ja schon gesagt, in Penisch, die Leute, die haben ihre Wanderschuhe geschnürt und immer griffbereit. Und das ist so eine super Sache, wenn die Leute ihre Wanderschuhe immer schön griffbereit haben. So muss das sein. Nicht, dass sie dann nachsuchen müssen. Das geht doch natürlich gar nicht. Grüß dich. Hallo. 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 Grüß dich. Ja. Also die hier hinten mit der Maske, die auch nicht mitzählen, aber ich schließe mich jetzt mal an. Sehr schön. Wunderbarer Spaziergang. Und natürlich die Leute wieder ihre Musikinstrumente mitgebracht. Und das ist doch wunderbar. Sehr schön. Und jetzt geht es Richtung Rathaus, beziehungsweise auf der Straße dann ein bisschen weiter Richtung Rathaus. Ja, also das Wetter ist natürlich nicht so besonders, aber das ist egal. Sehr gesunde Luft heute wieder. Man hört's. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht ganz so stark sind, aber ich vermute, dass sie sehr stark sind. Nur mal so. Aber vorne ist es ein bisschen geschützter. Vielleicht mache ich noch meinen Buschel drauf. Mal sehen. Ja, also so viele Leute hier. Das hat sich wieder herumgesprochen, dass Spazierengehen sehr, sehr gesund ist. Und das nur in Sachsen in ca. 100 Städten. Also, da möchte ich jetzt nochmal herzliche Grüße ausrichten. Limbach-Oberfrohna, Burgstedt, Grüna, Einsiedel, Annaberg, Marienberg, Freiberg. Ich glaube, im Kreiz ist auch was. Also, ist schon super, macht schon unheimlich Mut. Und der Slogan heute wieder,
spazieren gehen ist gesund. So, also die verdächtig guten Shops sind hier wieder. Ja, gestern in Penisch war ein Transporter von den verdächtig guten Shops dabei. Heute hier in Chemnitz sind schon ein paar mehr. Ja, also dann noch mit Blaulicht und dann noch die Bundespolizei. Also sagenhaft. Die normale hiesische Polizei, die ist wahrscheinlich überfordert, wenn dann die Bundespolizei geschickt wird. Also das ist ja, nicht normal sowas. Aber was eben schön normal ist, also Spaziergänge über Spaziergänge, egal bei Wind und Wetter. Ja, also eine feine Sache. Und wo die Leute alle so herkommen und die das wissen. Also wenn man sich hier extra verabreden würde, würde es gar nicht klappen. Also die Leute gucken zum Fenster raus oder zur Tür und sagen, Mensch, das ist ein wunderbares Wetter zum Spazierengehen und schon sind sie auf der Straße. Klasse, einfach super. So, also so ein schöner Spaziergang, wunderbarer Spaziergang hier. Hier ist wieder alles hermetisch abgeriegelt am Rathaus. Wahnsinn. So, also wie gesagt, ja, super. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht ganz geschafft. Also Spitze ist natürlich, die Spitze, die ist natürlich jetzt schon weg. Die ist jetzt bestimmt schon auf der Bahnhofstraße. Die ist bestimmt auf der Bahnhofstraße schon. Nee. Ich bin hier vorne mit. Da sind aber noch, ja, zwischen drin noch Leute dazu gekommen. Warte mal, ich muss auch mal alles machen. So, also das ist der Schluss vom Spaziergang. Und ja, also jetzt geht's weiter. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen schneller werden, dass wir hier. Dass ich jetzt vor an die Spitze komme, aber ich denke mal, das sind ja etliche hunderte von Meter. Ich laufe mal ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller. Und ja. Also hier sind auch noch mal ein paar Spaziergänge, aber die gehören nicht dazu. Also wie gesagt, bitte nicht mitzählen, das ist eine andere Fraktion. Also wie gesagt, das ist eine andere Fraktion. Ja. Also Spaziergänger sehen so aus und nicht so. Ne? Also wie gesagt, da gibt es einen kleinen Unterschied. Hört wieder die schönen Wanderlieder, sehr schöne Wanderlieder wieder dabei. Das ist ja natürlich das Schöne, wenn die Leute immer schöne Wanderlieder auf den Lippen haben beim Spazierengehen. Sehr schön. Ja, nur mal sehen, wenn hier vorne wird es vielleicht ein bisschen breiter. Jetzt komme ich hier nicht durch. Ja, also ihr hört, die Leute hatten wieder die Idee, ihre Musikinstrumente mitzubringen. Ja, sehr schön. So kommt natürlich auch viel mehr Stimmung herein beim Spazierengehen. Also das sieht immer schön aus, eine Sachsenfahne. Jawohl, wunderbar. So sieht es eben in Sachsen aus und in Bayern sieht es dann noch ein bisschen anders aus, aber die Botschaft, das ist entscheidend. Na, super. So, jetzt habe ich mal einen Windbuschel oder einen Windschutz drauf gemacht. Ich denke mal, die
Windgeräusche werden nicht ganz so schlimm mehr sein. Hätte ich am Anfang drauf machen sollen, aber ich dachte, es flaut ein bisschen ab mit dem Wind, aber leider nicht. Ist natürlich auch Regen mit dabei und ja, vielleicht auch noch ein bisschen Kabel. Kann natürlich auch noch passieren. Aber richtiger Wind, aber wie gesagt, die Spaziergänger, die sind hier voller Elan mit geschnürten Wanderschuhen. Wunderbar, sehr schön. Ja, seht, also die Fahne, die hat natürlich auch was mit Nächstenliebe zu tun und das europaweit, nur mal so am Rande, sehr schöne Sache, super. Und natürlich, wenn ich das sehe, möchte ich auch gleich noch herzliche und spaziergängerische Grüße natürlich nach Kanada senden, falls jemand von dort das sieht. Also auch herzliche Grüße nach Kanada. So, also ihr seht, so viele Spaziergänger hier wieder in Chemnitz, jetzt auf der Theaterstraße. Und zu bestimmten Zeiten, da sind natürlich die Fußwege hochgeklappt. Das ist jetzt gerade mal so. Das Stück Fußweg ist hochgeklappt, deswegen laufen die Leute auf der Straße. Ist aber nichts Schlimmes und auch nichts Böses. Wie gesagt, spazieren gehen ist gesund. Ja, also ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht ganz so stark sind, aber ich habe was drauf. Also hallo, grüß dich! Also sehr schön, dass die Leute ihre Musikinstrumente mitgebracht haben. Sehr schön. Das macht gleich eine ganz andere Stimmung. Jawohl. Super, danke. Bitte. So, also die Spaziergänger gehören eigentlich nicht so richtig mit rein. Und ja, also die muss man abziehen. Also wie gesagt. Also, ja, früher hatte ich immer gesagt, das hat sich bei der Polizei auch herumgesprochen, dass Spazierengehen gesund ist, aber das sage ich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, das lasse ich mal. So, also jetzt habe ich es fast geschafft. Jetzt habe ich das fast geschafft. Und da bin ich an der Spitze angelangt. Und ja, ich hoffe, dass das Bild nicht ganz so wackelt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen schnellen Schrittes unterwegs und ja. So, also jetzt habe ich die Spitze erreicht. Und ja, sehr schön. Wir sind die rote Linie. Genau, ich habe schon viele gesehen, die am Schlüsselbund rotes Bändchen haben, am Auto oder sonst irgendwo. Bedeutet im Prinzip das Gleiche. Und die rote Linie, ja, sie ist schon lange überschritten. Und das ist natürlich der Sinn und Zweck der Sache. Ja, muss man bloß mal überlegen, was mit unseren Kindern gemacht wird, was denen angetan wird in der Schule mit Maske und allen drum und dran. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja. Und wenn dann sich solche Sachen, wie selbst die Bild-Zeitung geschrieben hat, dass diese Intensivbettengeschichte erstunken und erlogen ist, ja, also, und die Krankenhäuser Millionen abgeschöpft haben für Intensivstationen bereit halten, ohne nur, dass es da sind, unheimlich viel Geld abgerechnet. Das ist eine Goldgrube. Wahnsinn.
absoluter Wahnsinn. So viele Ungereimtheiten. Man kann nur hoffen, dass diese Ungereimtheiten mal aufgeklärt werden und mal ordentlich verfolgt werden. Wenn irgendwelche Straftaten dort dahinter zu vermuten sind. Hoffe ich ja. Ganz die Hoffnung darf man ja nicht aufgeben. Weil hier bin ich mir sicher, so gut wie alle sind ehrlich, friedliebend. Und so sollte es auch sein. Sehr schön. So, also hier vorne werde ich mich mal ein bisschen platzieren und da werde ich warten, bis der Spaziergang durchgelaufen ist. Und ja, wir werden sehen. Ja, hier an dem Auto stand ja nicht mal dran, verdächtig gute Jobs, komischerweise. Ja, ansonsten kann ich immer das vorlesen, was da im Auto dran steht. Also, ja, wenn da dran steht, ja, verdächtig gute Jobs, ja, dann muss man es doch immer ansprechen können. Ja. So, schaut's aus, Leute. Und jetzt gehe ich mal hier rüber. Und da werde ich das mal von vorne filmen und ja, das sieht man. So, also hier vorne das Dorint Hotel. So, und jetzt platziere ich mich hier und ja, also überall alles zugestellt. Also die Spaziergänger können nur in diese Richtung, aber ja. Ja, also Petrus ist heute nicht so richtig mit uns oder er gibt uns ein Zeichen, dass der Himmel weint vor Ungerechtigkeit. Das könnte natürlich auch sein, aber naja. Also die gerade rechte Spaziergängergruppe, die Spaziergängergruppe, die gehört natürlich nicht mit dabei, die ist von der Bundespolizei. Wie ist denn alles hier? Hallo. Jawohl. Die Antwort ist super. Hallo. Grüß dich, war gut. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Alles das? Aber es ist alles nicht. Ich habe schon gesagt, das ist ein Wink von Petrus wahrscheinlich. Der Himmel weint vor dieser Ungerechtigkeit, die den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, zuteil wird. So, also wunderbar, sehr schön, also, super, super Sache, sehr schön. Was? Sehr, 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 also sehr schön, sehr viele Spaziergänger, also dass da so viele die gleiche Idee hatten heute zum Montag, das grenzt ja fast wie an ein Wunder hier, sagenhaft Leute, ja. Super, super. Ja, also das reißt nicht ab, also ich lehne mich mal hier. Ich lehne mich mal zum Fenster raus, vielleicht so 4.000-5.000 Leute sind es auf jeden Fall, denke ich mal. Und sieht wirklich gut aus. Ihr seht, wie breit das ist und ich denke mal da hinten, wo das Blaulicht ist, da wird also
da ist wahrscheinlich der Zug zu Ende, aber super. Und da sind ja viele Leute, die hier winken. Es ist auch eine feine Sache. Schön. So muss das sein. Klasse. Vielen Dank. So. Super. Ich hoffe, dass kein... Ich hoffe, dass ihr kein Regentropfen auf die Linse macht. Da haben wir natürlich ein ganz schlechtes Bild. Aber ich denke mal, bis jetzt funktioniert das. Und... Hallo. Und ihr hört, die Leute haben natürlich wieder ihre Musikinstrumente mitgebracht. Klasse. Einfach wunderbar. Und von Mal zu Mal klappt das immer mehr. Und das ist schon eine super Sache. Super. Ja, kann man nur sagen, vielen, vielen Dank, dass die Leute hier spazieren gehen. Und ja, also gesundheitsbewusst. Gesundheitsbewusst unterwegs sind die Leute. Und wie ich es vorhin schon gesagt hatte, natürlich die Schuhe, die Wanderschuhe natürlich hier, hallo, geschnürt und einwandfrei. Hallo. Super. Also die Mitte der Gesellschaft hier beim Spazieren in Chemnitz. Und das ist ja schon mal eine richtige super Sache. Klasse. Und die Musikinstrumente. Klasse. Ja, also hier vorne scheint es dann doch zu Ende zu sein, aber ein sagenhafter großer Zug. Klasse, wunderbar. Und obwohl das Wetter, ihr hört es auch an die Rollgeräusche von den Autos, also es regnet natürlich. Aber sehr schön. Bei schönem Wetter kann jeder spazieren gehen, aber bei schlechtem Wetter, dann... Ja, also dann drückt sich's aus, dass es wirklich um was gehen soll, eventuell, also um Gesundheit natürlich. Ja, super, super Sache. Ja, also wo heute auch noch was ist, in Bautzen, in Leipzig, in Görlitz, in Hoyerswerda hatte ich gehört gehabt. Und Annaberg hatte ich schon mal, ich glaube auch in Schneeberg. Und Blauen habe ich auch noch. Also es ist schon super was los. Und ich hatte es schon früher mal erwähnt. Die Videos sind aber weg. Ja, warum wohl? ja, das könnte natürlich eine olympische Disziplin werden. Spazieren gehen. Also wunderbar. Also die Leute trainieren ja auch. Ihr seht es. Ja, das ist teilweise... Training für Spazieren gehen, also die Disziplin Spazieren gehen und klasse. Einfach super. Und wenn das zur olympischen Disziplin wird, dann ja, absolut. Da gibt es kein Zurück mehr. Dann haben wir so gut wie alle Leute hier zum Spazieren gehen auf der Straße. So, also das macht natürlich auch Mut, wenn hier natürlich auch die Feuerwehr mit dabei ist. Sehr schön, kann man sich nur bedanken. Und die wissen auf jeden Fall noch mehr, um was es geht hier. Das möchte ich hier mal mit reininterpretieren. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt hier. Der Herr Klabautermann mit der roten Nase und so, wie der Karnevals-Faschingskommandant sagt er aus, kommt einen auch manchmal so vor. Ja, also wie gesagt, Humor und Satire ist immer mit dabei auf dem Kanal. Und ja, das muss ja eine Demokratie und eine Meinungsfreiheit aushalten, wenn man so ein bisschen mal ein paar Leute auf die Schippe nimmt. Und ja, so ist es, Leute. Also ihr seht, ein super Arrangement von vielen, vielen Spaziergängern hier auf
der Straße und jetzt geht's hier. Super. Ja, also jetzt geht's auf die Brückenstraße Richtung Michel. Also die kennt jetzt das noch, Michel. Ja, also da steht hier vorne. Also mal sehen, ob er heute auch hier, wie es aussieht, dass er ganz schön ins Schwitzen kommt. Letztens war es mal nicht, da hat er eine trockene Stirn, aber ich denke mal, heute ist er wieder ins, oder er kommt wieder ins Schwitzen, wenn er die Leute hier sieht. Also bei den Karl-Marx bin ich mir immer nicht ganz sicher, wäre der hier auf der Seite oder auf der anderen Seite, aber ich denke mal, der wäre bestimmt mehr oder weniger auf der anderen Seite. Ja, also wie gesagt, ist schon alles nicht normal. Ich war ja in Dresden und da hat ein Rechtsanwalt dort gesprochen und da hat er natürlich mal die Linken, also die am am Wegesrand oder am Straßenrand stehen und wir impfen euch alle oder Alerta. Und der hat es ja wirklich wunderbar erklärt, also die dort stehen und unterstützen diese Impfkampagnen, wo sich die Pharmaindustrie eine goldene Nase verdient. Und da hat er gesagt, ja, wenn ihr das unterstützt, dann seid ihr gar keine richtigen Linken. Und das fand ich sowas von gut. Und ich hoffe, dass das natürlich auch manchen so ein bisschen noch ins Gewissen reinkommt. Oder die Leute machen sich dann, also das linke Potenzial, sag ich mal, die sollten sich dann doch mal Gedanken drüber machen. Und ja, genau, das ist das Beste. Also, ihr habt es bestimmt gehört, die sollten natürlich auf Arbeit gehen. Das wäre natürlich das Beste. Das ist richtig. Kann man nur unterschreiben. So, also, heute ist sogar Karl Marx hier vom Schweiße gebadet, wie das aussieht. Also, das ist ja sagenhaft. Ja, also die Angstperlen sind bei denen wahrscheinlich schon auf der Stirn. Ja, also wie gesagt, weil die Leute streiten sich eben immer noch. Wäre der auf unserer Seite oder wäre der auf der anderen Seite? Also wie gesagt, wir wissen es nicht, wir können es auch nicht so richtig nachverfolgen, die Sache. Das ist eben der Nachteil von solchen Sachen. Aber wie gesagt, ein kleiner Denkanstoß ist es trotzdem, denke ich mal. Und ja, also, und das ist schon mal ganz gut. Und in einer angemessenen Meinungsfreiheit muss man ja auch sowas mal ansprechen können. Na, ansonsten, wo leben wir denn dann? Dann hat es mit Demokratie, Meinungsfreiheit nichts zu tun. Also, Wahnsinn. Ja, also hier seht ihr diese E-Scooter, die sie hier rumliegen. Also Wahnsinn, wenn es einem nicht selber gehört, wie gesagt, kann auch unter Wind mit sein, aber ist schon eine Sache. Studenten stehen auf, sehr schön, wenn junge Leute auch dahinter gekommen sind, dass hier gewaltig was schief läuft und da freue ich mich insbesondere. Super. Super. Danke für das Engagement. Auch von den Studenten, die auch mitbekommen haben, dass hier gewaltig was schief läuft. Hallo! So, also es geht weiter hier. Jetzt geht es an der Freien Presse vorbei. Und ja, was ich sagen muss, wenn die Mädchen, alle wie sie da sind, ihren Job gemacht hätten und machen würden, bin ich mir ganz sicher, dass die Leute hier dann auch nicht auf die Straße gehen bräuchten. Ich wiederhole, bräuchten. Ja, das muss man sagen. Ja, also das ist auch wieder ein sehr schönes Wanderlied und das passt natürlich gerade hier zu dieser Gegebenheit der freien oder die freie Presse. Im Übrigen war die noch nie frei, weder zu DDR-Zeiten noch jetzt.
Das wollen wir mal mit sagen. Ja, alle kennen wir zur Zeitung. Ja, also ich denke mal, die sollten sich mal Gedanken machen, wenn die Medien, die angeblichen freien Medien, ihre Arbeit immer getan hätten, neutral berichten, dann bin ich mir sicher, dass die Leute nicht auf die Straße gehen bräuchten. Aber wie gesagt, ein absolutes Fehlverhalten der Journalisten bzw. der Medien. Ja, nur mal so. Ja, also der normale Querschnitt durch die Gesellschaft von jung bis alt hier am Spaziergang beteiligt. Und ja, da sollten sich doch eigentlich die verantwortlichen Politiker sich mal fragen, warum, weshalb könnte es sein, dass diese Politiker, ob in Dresden, ob in Berlin, ob in Brüssel, vielleicht etwas falsch machen. Ich hoffe, dass sie auf so eine Idee kommen, aber ich habe die Ahnung, dass die gar nicht auf diese Idee kommen. Aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Also fragt euch mal, warum Leute hier in dieser Menge und teilweise auch in dieser Lautstärke ja, auf die Straße gehen und spazieren gehen. So, also eine wunderbare Stimmung hier in Chemnitz. Ich glaube, super. Wie gesagt, die Musikinstrumente sind immer mit dabei. Klasse, wunderbar. Ja, also da wird es auf jeden Fall nicht zu langweilig hier auf den Spaziergängen. Aber langweilig wird es zu ewig, weil so viele Leute natürlich miteinander sprechen. Und natürlich das Neueste, das ist eigentlich auch analog, kann man sagen, analog wie WhatsApp oder Telegram, aber eben analog, da brauchen wir kein Internet dazu. Ist auch schön, wenn man dann mal mit lieben Leuten reden tut, und das muss natürlich auch sein in einer Gesellschaft, und das muss möglich sein in einer Gesellschaft. Ja, da hatte gerade einer gesagt, hier, weil hier vorne ein bisschen Baustelle ist, da haben sie uns wieder Steine in den Weg gelegt. Da hatte ich dann gesagt, wie immer, wie immer. Und dann sagt der andere, das werden auch nicht die letzten Steine sein, die sie uns in den Weg legen. Das hat wirklich gepasst. Wunderbar. Zentralhaltestelle für Osten von früher, weil hier ist jetzt die Straßenbahn-Zentralhaltestelle. Ja, eine super Stimmung hier an der Zendi. Thank you.
Also hier vorne ist die Spitze. Also die große Runde ist es jetzt nicht nochmal. Aber wie gesagt, die Leute können gar nicht anders, weil die anderen alle Ja, also die Leute können gar nicht anders, weil hier alles abgesperrt ist. Und die Seitenstraßen sind natürlich auch alle zu. Da muss man ja unheimliche Angst haben hier, wahrscheinlich. Also sagenhaft. Aber hier geht es erstmal weiter. Es gibt ja noch genug Straße zum Spazieren. Hier sind wir wieder auf der Straße der Nationen. Das passt immer sehr gut, Straße der Nationen, weil es betrifft ja weltweit viele, viele Leute. Und wo sich Politiker nicht benehmen können, irgendwas durchdrücken, was von irgendwo oben kommt. Und das weltweites Phänomen, und das ist eigentlich das Schlimme noch bei der ganzen Geschichte. Und da kann man nur an die anderen Länder wie Kanada, Frankreich, Belgien, Holland, England auch noch mal dran erinnern. Italien, ja, die haben die gleichen Probleme. Und das Schlimme ist ja eigentlich, die Medien versuchen solche Sachen wieder zu verschweigen oder zu verniedlichen. Und wenn dann hier 5000 Leute unterwegs sind, dann sind es eben bloß 1000 oder es hat gar nicht stattgefunden. Und das kann nicht sein. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die Medien, die Journalisten ihren Job gemacht hätten und immer machen würden oder immer noch machen würden, dann bräuchten die Leute nicht auf die Straße gehen. Aber sie machen den Job nicht und haben ihn nicht gemacht. Also ihre Hausaufgaben haben diese Leute nicht gemacht. Und das ist das Schlimme. So, jetzt sind wir hier am Roten Turm. Da hinten ist die Stadthalle und da hinten das große Gebäude. Das ist das Dorint Hotel, wo wir schon mal vorbeigelaufen sind. Ja, heute hatte ich irgendeinen Zeitungsartikel gesehen und gelesen und da stand drauf, dass die Spaziergänger friedlicher geworden sind. Ja, man muss sich mal vorstellen, wenn friedliche Spaziergänger auf die Straße gehen und mehrere Hundertschaften an Polizei herangekarrt werden, wie am 6.12.2021, muss man sich mal vorstellen, und hier auch wieder alles zugemacht wird. Und dann wird gesagt, also, die sind friedlicher geworden. Warum waren sie denn vorher eventuell nicht friedlich? Aber es kommt immer darauf an, von welcher Seite das nun geht. Von welcher Seite die Gewalt oder das ausgeht. Ja, also verdächtig guten Jobs, die waren hier ein bisschen überfordert und die wollten jetzt friedliche Spaziergänger aufhalten. Wahrscheinlich versuchen sie das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ja, das Schöne ist ja, dass die Chemnitzer sich in Chemnitz auskennen. Ja. Nun,
Grün, pass drauf. Grün, pass drauf. Grün, pass drauf.